Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kandidatur zum Präsidenten 2016 von Amerika. Die Stadiontour oder die Tour fängt jetzt an, wo ich meinen Wählern mein Programm vorstelle. Und jetzt vorweg, wenn es euch gefällt, lasst mir ein kostenloses Abo da, lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da. Würde mich tierisch drüber freuen. Und wir starten einfach mal rein, starten hier los. Und ich bin gespannt, was das Wahlprogramm so mit sich bringt und ob unsere Zahlen nach oben schießen. Hier geht's schon los. Republikanische Allianz, Präsidentversprechung von Bush in Kalifornien. Aber vorher wird gespeichert. Ich bin total aufgeregt, weil im November sind Präsidentschaftswahlen und wir sind am 26. September 2016. Und viel Zeit ist nicht mehr, um all... Die Familie bildet den Kern unseres Gesellschaftsmodells. Ich werde nicht versäumen, politische Reformen umzusetzen, Die für ihren Schutz und ihre Entfaltung notwendig sind. Jawohl, so ist das richtig. Das macht einen guten Präsidenten aus, oder? Souverän gesagt. Ja, und die nächste Runde. Was machen wir jetzt? Sekten. Sie wissen, inwiefern ich mich der Freiheit des Einzelnen und des Kollektivs verpflichtet fühle. Wie jeder verantwortungsbewusste Bürger werde ich mich dementsprechend für die Einhaltung und die Ausweitung dieser grundlegenden Prinzipien einsetzen, die ein Garant für eine gut laufende Demokratie gemäß der Entwicklung einer jeden modernen Gesellschaft sind. So sieht's aus. So sieht's aus. Und nicht mehr und nicht weniger. Weiter geht's. Die nationale Bildung muss unter dem Prisma der Ausgaben jedoch auch wie eine Investition in die Zukunft analysiert werden. Jawohl. Es ist das Wissen der heutigen Jugend, das ein starkes Wachstum von morgen ermöglicht. Jawohl. Aus diesem Grund wird meine Bildungspolitik eine Hauptachse meiner Amtszeit sein. So sieht es aus. Ich bin ein wirklich überragender Präsident. Haben wir noch eine Tour oder war es das? Das war's? Jetzt können wir mal kurz gucken bei den Sekten, ob ich da immer noch so uncool angesehen bin. Och, guck mal. Okay, was haben wir denn? Noch eine TV-Ansprache? Arbeitslosenentgeltes. In Krisenzeiten, in denen die Armut an Boden gewinnt, ist es von entscheidender Bedeutung, vollkommen im Sinn der nationalen Solidarität und zugunsten der Bedürftigsten zu handeln. Dies ist eine Frage des kollektiven Bewusstseins, über das sich nicht verhandeln lässt. So sieht es aus. Arbeitslosengeld muss sein. Der Kulturattaché. Jetzt ist er mir ja wohl gesonnen. Mit Vergnügen. Jawohl. Gerne. Schwarz und... Ich kann mit dem gar nichts mehr machen. Ich dachte, den kann ich jetzt irgendwie dazu bewegen, mal was Gutes über mich zu sagen oder so. Ich bin jetzt auch schon durch mit meinen Wahlversprechen. Kann nicht sein. Ich gehe auf jeden Fall nochmal Florida rein. Mache nochmal einen Veranstaltungskomplex. 7. Oktober? Staatsoberhaupt? Was ist denn da? Den Staatschef ernennen. Die Mandatsdauer des Staatschefs ändern. Jetzt speichert er schon wieder. Hör mal, ich habe ja die Speicherzeiten ja sowas von beschissen eingestellt. Das gibt's ja überhaupt nicht. Verschwinde, komm. Ich muss eben meine Staatszeit verlängern, die ich da so dran bin. Komm. Mandatsdauer verändern auf 6 Jahre. Zack. Das wird denen in Florida garantiert gut schmecken. Und dann würde ich sagen, ja, ich würde auf jeden Fall noch sagen, wir gehen auch mal nach Michigan. Michigan machen wir auch einen Komplex. Da gehen wir dann rein am 10. Michigan ist eine Sporthauptstadt und da würde ich sagen, gehen wir ran. Schulsport fördern, 2 Stück Wahlversprechen, genau. Sehr gut. So. Unsere Nation benötigt heute eine starke und zentralisierte Macht, um ihrem Volk Selbstvertrauen und Stolz wiederzugeben. Jawohl. Deswegen müssen wir mutige Reformen umsetzen, jawohl, damit die Staatsführung entsprechend ihren Ambitionen von umfassenden Mitteln profitieren kann. Glauben Sie mir, ich werde Sie führen und unserem Land einen großen Satz nach vorne ermöglichen. Genau das will ich hören. Sehr guter Ansatz. Sehr gut gemacht. 6 Jahre müssten auch super dafür reichen. Was kann ich denn noch machen?
Eine Person will ich mal beschatten. Und zwar... Ich muss das Speichern umstellen. Komm, husch. Regierung. So. Gegen wen? Nee, abbrechen. Person beschatten. Politische Parteien. Ah, da ist sie. Bestätigen. 130 Millionen habe ich. Kosten für Beschattung 200.000. Bestätigen. So, such. So, noch eine Person beschatten. Politisch. Ne, den mag ich ja. So, nö. Regierung vielleicht. Wen mag ich denn? Wer mag mich denn nicht? Wen kann ich denn mal weg... Wen kann ich denn mal hier... Der ist doch toll. Der mag mich nicht. Gesundheitsstaatssekretär. Da ist er schon wieder am Speichern. Ja, lecker fett. Jetzt mache ich erstmal Pause. Und dann stelle ich erstmal das Speichern ein. Das geht mir hier schon tierisch auf die Nüsse. So, stopp. Wo geht das hier? Sichern. Dann möchten Sie das Spiel sichern. Ich will ja einstellen. Was? Eine andere Sicherung übernehmen? Nein. Wo kann ich das denn einstellen hier mit diesen automatisch Speichern? Huch. Ist der Kalender? Ist die Mission? Ich kann das gar nicht einstellen. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich kann es tatsächlich nicht einstellen. So, das gucken wir uns jetzt mal nicht an. Schulsport fördern. Ich weiß, dass ich ein ziemlich geiler Typ bin. Was haben wir... Nein! Was haben wir denn... Nein! Was haben wir denn noch? Detektei, Geheimakten von Persönlichkeiten einsehen. Ah. Laufende Überwachung ungültig. Okay. Detektei, Person beschatten. Regierung. Bildung, Schatzminister, Gesundheit, innere Sicherheit. Der mag mich auch nicht. Bestätigen. Bestätigen. So, nächste Partei, nächste Kandidat. John Foxen. So, den machen wir auch mal hier. Bestätigen, zack. So, was haben wir denn da? Ja, wollen wir die jetzt mal ein bisschen beschatten. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die nächsten Umfragewerte. Kann ich denn eigentlich in den Städten selbst was machen? Nein, ne? Nein. Herr Präsident, Herr Parteivorsitzender nach dem nationalen Staats- und mit 30% der voraussichtlichen Wählerstimmen wird Hilda Tilton Zweiter gleich hinter Ihnen. Okay. Was sagt er? Das Ziel ist stets auf der Hut. Hier musste mich zusammenreißen, die Ermittlungen nicht abzubrechen, da wirklich die Gefahr besteht, entdeckt zu werden. Außerdem nervt mein Hund. Und wenn er sich so verhält... Was? Was ist... Was? Alter, du sollst sie beschatten. Was stimmt nicht mit ihm? Bestätigen. Zack. Mann. Kann nicht sein. Was ist jetzt? Untersuchungen sind nun abgeschlossen und gut gelaufen. Ich habe Ihnen das vollständige Dossier zukommen lassen, da Sie nach Belieben einsehen können. Gut, ich werde jetzt endlich nach Hause können. Da wird sich meine Frau freuen. Ist es nicht herrlich? Also gegen John Jackson müssen wir mal schauen, ob er was in der Hand hat. Den anderen Kollegen schauen wir uns jetzt mal an. Wen hat er jetzt hier? John Foxen hat er abgebrochen. So, dann gucken wir mal. Geheimakte einsehen von John Jackson. Politische Ausrichtung Mitte links, Verhältnis zum Staatschef großer Respekt, ziemlich ehrlicher Charakter, nichts, sehr charismatische Persönlichkeit, zurzeit nicht in Höchstform, schwer krank, Untersuchung sehr, so ein sicheres Ziel, okay, dann laden wir nochmal ein, komm, zack, John Jackson, so, weiter geht's. Untersuchung Hillary Clinton ist abgeschlossen, okay, Hillary. Lass mal schauen. Hillary, machen wir Stopp hier. Ich muss mal die Hillary lesen.
Politische Ausrichtung, Mitte links, politisch stark engagierte Persönlichkeit, Verhältnis zum Staatschef großer Respekt, ehrlich und loyaler Charakter, einflussreiche Person mit gutem Ruf, sehr charismatische Persönlichkeit, schwer krank. Die sind alle immer schwer krank. Verlauf der Untersuchung schwer, Ziel wird bewacht. Okay. Dann wollen wir die einfach mal vor der Fernsehdebatte nochmal einladen und mal ein bisschen zudödeln. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Staatssekretär für innere Sicherheit, ne? Mit Vergnügen. Schnapper? Na klar. Schmiergeld? Schade. Aber die Fernsehdebatte kommt gleich. Ich freue mich. Mal gucken, was dann passiert. Da kann ich bestimmt wieder so ein bisschen aus dem Hut zaubern. Und die ein oder andere Regierung, oder ach, die eine oder andere Regierung, das eine oder andere Versprechen bestimmt loswerden. Und ich weiß ja gar nicht, gegen wen ich da antreten muss. Ob ich gegen die Clinton antreten muss oder gegen den Obama. Auf jeden Fall kann ich da bestimmt mal den einen oder anderen rausflanken. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Präsidentenwahlen, Fernsehdebatte. Face to face, jawohl. So, da ist er. Mal kurz Pause. Nein, Pause. Shampoos? Mit Vergnügen. Sie mag mich nicht, ne? Oh, sie ist... Oh, geht. Ja, ich weiß. Das sagt man mir oft. Ja, du bist reizend. Nein, wirklich. Ich mag Komplimente nicht allzu sehr. Sie mag Komplimente nicht. Schmiergeld? Was fällt ihr? Schade. Ich wollte sie erst fragen, ob sie nicht zurückzieht. Aber Cam, glaube ich, genauso beschissen. Naja, schmieren kann ich sie auf jeden Fall nicht. Oh, die Debatte. Guten Abend. Als mit Spannung erwarteter Moment der Wahlkampagne wird die Debatte in einigen Augenblicken eröffnet. Die Kandidaten sind bereits vor Ort. Es wurde selbstverständlich vereinbart, dass die Sprechzeiten der einzelnen Kandidaten strikt ausgeglichen sind. Was? Dies Nein. werden wir peinlich genau beobachten. Es ist außerdem zu beachten, dass wir ein neues, spontanes Umfragesystem eingeführt haben, über Was? Das wir die Wirkung der Antworten der Kandidaten auf die Fernsehzuschauer messen und in gewisser Weise den Sieger der Debatte ermitteln können. Okay. Gehen wir nun zum ersten Teil der Sendung über, in dem sich die Kandidaten abwechselnd zu verschiedenen Themen äußern müssen, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger beschäftigen. Also, was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Gesundheit und soziale Sicherung. So, was haben wir denn da? Das Renteneintrittsalter ändern wir mit 64, Rentenalter für Frauen 61. Zack. Die Lebenserwartung steigt, die Gesellschaft entwickelt sich und unsere Senioren werden selbstverständlich immer anspruchsvoller. Der Staat muss auf diese Erwartungen reagieren und diesen alten Menschen ein angemessenes Leben sichern. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diesen Verpflichtungen nachgekommen wird. So sieht's aus. Danke. Sie sind an der Reihe. Oh, die sieht Was aber böse Sie aus. Was können Sie uns zu diesem oh. Thema sagen? Dienste der Altersmedizin. Die Lebenserwartung steigt. Die Gesellschaft entwickelt sich und unsere Senioren werden selbstverständlich immer anspruchsvoller. Der Staat muss auf diese Erwartungen reagieren und diesen alten Menschen ein angemessenes Leben sichern. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diesen Verpflichtungen nachgekommen wird. Mir ist klar. Danke und nun zum nächsten Thema. Ist das meine Sprechzeit? Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Besteuerung? Sie hat keine Meinung, ist es nicht schön? Sehr gut. Nun sind Sie an der Reihe. Was sagen Sie zu der Frage? Haben Sie einen Vorschlag dazu? Na klar, ich habe immer einen Vorschlag. Gesetzesgebung. Steuerbefreiung, Investment, Steuerbefreiung für Kriegsveteranen, neue Steuer, Einnahmen, neue Steuer, Mehrwertsteuer. So, Prozentsatz 2%. Wahlversprechen. Wie jeder andere Haushalt auch, so muss sich der Staat vollkommen seines Haushalts bewusst sein und unter allen Umständen eine Verbesserung der Situation anstreben, wodurch unsere Wirtschaftspartner und die internationalen Märkte beruhigt werden. So Im Gegensatz aus. Zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben, die direkt mit den Dienstleistungen für die Bürger verknüpft sind, erlaubt eine Erhöhung der Steuereinnahmen nachträglich eine Schlichtung der Verwendung dieser Mittel. Ich danke Ihnen. Wir kommen nun zum zweiten Teil der Sendung. Die Kandidaten werden sich direkt gegenseitig befragen können. Aha. Gut. Würden Sie uns bitte etwas über dieses Thema aufklären, das Sie meiner Meinung nach im Laufe der Wahlkampagne ausreichend abgenutzt haben? Armee? Habe ich überhaupt nicht, du dumme Kuh.
Gesetzesgebung, Wehrpflicht einführen, Neubau, Haushalt. Wehrpflicht einführen. Dauer 6 Monate. Unsere nationale Verteidigung bildet den Stützpfeiler unserer Souveränität. Als Staatschef und Oberbefehlshaber der Armee werde ich mich verpflichten, die Attribute unserer Verteidigung zu stärken und die Mittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um möglichen Bedrohungen entgegenwirken zu können. Das muss man auch machen, ganz ehrlich, das muss man machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Thema erfahren, zu dem Sie meiner Ansicht nach eine ziemlich obskure Stellung beziehen. Regelung zur Verhütung festlegen. Fördern. Wir machen uns keine Illusionen. Unter uns herrscht noch immer ein diskriminierender und sexistischer Hintergrund. Mit mir wird unser Land seine Legitimität und eine Beispielhaftigkeit in der Verteidigung und im Respekt der unabdingbaren Rechte der Frauen finden. Hat sie jetzt nicht wirklich nach oben gepusht? Wir sind nun am Ende unserer Debatte angelangt. Die Kandidaten können jetzt ein Fazit ziehen und vielleicht noch ein letztes Wahlversprechen offenbaren. So, aktueller Wert. Die Forschung ist der Rettungsanker unserer Wirtschaft. Wir müssen immer noch und fortwährend die Innovation favorisieren, um unseren Marktanteil zu sichern. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte. Internationalen Mitbewerber und ich konnte auch gar nichts machen, oder? Dank einer ehrgeizigen Gesamtpolitik tun. Ich hau bei der Arbeit nochmal einen raus. Arbeitslosengeld. Ich nehme Sport. Habe ich ja gesagt, Sport. Sport war Schulsport fördern. Der Sport ist die Schule der Jugend. Er vermittelt Werte der Solidarität, des Gruppensinns und des Strebens. Wenn wir unserer Jugend, der es allzu häufig an Bezugspunkten mangelt, diese Werte vermitteln möchten, müssen wir entschlossen die Mittel hierzu bereitstellen. So sieht's aus. Ich verpflichte mich dazu. Nochmals vielen Dank an die beiden Kandidaten, dass sie sich bei dieser Debatte gut geschlagen haben. Ich hoffe, sehr geehrte Fernsehzuschauer, dass Sie sich ein genaueres Bild unserer beiden Kandidaten machen konnten. Aber da denke ich doch mal dran. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Unser spontanes Umfragesystem hat einen Sieger ermittelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich bin einfach der Beste. Was sagt er denn hier? Herr Parteivorsitzender, ich habe die Resultate der Umfrage zur Sendung Face-to-Face. Nach der letzten Schätzung haben nahezu 87% der Zuschauer ihre Beiträge für überzeugender gehalten, als die von... Bravo, Herr Parteivorsitzender. Jawohl, so ist das. Und damit würde ich sagen, machen wir auch Schluss. Die Fernsehdebatte ist vorbei. Wir sind im November, das heißt, wir sind bald bei den Wahlen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns da wieder und drückt mir die Daumen. Es sieht ja ganz gut aus, dass wir hier die Wahl gewinnen. Wir gucken auch direkt nächstes Mal in die Prognose rein, wie wir stehen. Und ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst, einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Und beim nächsten Mal wieder hier dabei seid, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen hier auf diesem Kanal. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ciao, ciao.